Maiwoche auf OS1 TV mit Kinius, der Stadionwurst des VfL. Schlag den Lukas wird präsentiert von Bahama Sports. Sport und Fitness dreimal in Osnabrück. Individuell und exklusiv. Hallo hier von der Maiwoche und herzlich willkommen zu Schlag den Lukas. Herausforderer Patrick ist angetreten, um unseren Azubi Lukas in einer Maiwochen-Challenge mit 5 Disziplinen zu schlagen. Wir nähern uns dem Ende der Vorrunde. Im Moment steht es 2:1 für Patrick. Das heißt, er hat sich schon qualifiziert für den Hauptgewinn beim großen Finale am Samstag. Dort kann er eine Jahresmitgliedschaft im Bahama Sports Club 25 gewinnen. Heute geht es noch um die letzten Punkte. Wer verschafft sich ein Vorteil für das große Finale, und da können jetzt beide etwas durchschnaufen. Beispiel Nummer 4. Das Maiwochenquiz. Wir haben 10 Maiwochenfragen für euch vorbereitet. Für jede richtig beantwortete Frage gibt es einen Punkt. Wenn ihr meint, ihr wisst die Antwort, dann ruft ihr euren Namen und habt danach 5 Sekunden Zeit zu antworten. Ich bin da hart. Wenn die Antwort richtig ist, bekommt ihr einen Punkt. Ist die Antwort falsch, bekommt der Gegner einen Punkt. Noch Fragen? Alles klar. Dann geht's jetzt los mit Spiel Nummer 4, das Maiwochenquiz. Frage 1. Normalerweise ist er auf Mallorca zu Hause, jetzt aber auch auf der Maiwoche. Patrick! Marc Pircher? Nein. Falsch. Nein, scheiße. Die Frage war noch nicht ganz zu Ende. Welcher bekannte deutsche Sänger tritt in diesem Jahr auf der Maiwoche auf? Das war der einzige auf, Bekannte, den ich kenne. Die richtige Antwort wäre gewesen, Mickey Krause. Mickey war Krause gesucht. Doch schon wieder. Wie heißt der Betreiber der Bühne, auf der Mickey Krause auftritt? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Dann ist die Frage mit geschlossen. Es ist das Orlando Maidorf und der Betreiber wäre Frederik Hede gewesen. Die Feiertage machen es möglich. Die Maiwoche hat dieses Jahr Überlänge. Wie viele Tage Patrick. Geht sie? 5, 4, 3, 11 Tage. 12 sind es. Knapp daneben, es sind 12. Ja. Nein, ey. Wie viele Bühnen gibt es dieses Jahr inklusive dem Hasestraßenfest? Nee, ich lasse es auch. Alles klar, es wären 8. Ja, ich hätte 6 gesagt. Welche Musikrichtung hatte 2011 nach vielen Jahren wieder ein Comeback auf der Maiwoche? Kann ich mich nicht dran erinnern. Lukas, du auch nicht? Keine Ahnung. Nö. Volksmusik. Okay. Manche bekommen ja nie genug von der Maiwoche. Was gibt es dieses Jahr im musikalischen Bereich zum ersten Mal zu kaufen? Auch keine eine Idee? Nee. Es gibt eine offizielle Maiwochen-CD mit okay. Musik. Ha. Wissen wir das jetzt auch. Schön. Wie heißt das klassische Getränk auf der Maiwoche? Lukas! Patrick war zuerst. Maibowle. Boah. Richtig. Große Tradition. In die wievielte Runde geht die Patrick, Maiwoche? 41. Ja, auch richtig. Was wird in diesem Jahr insgesamt 5-mal während der Maiwoche am Nikolaiort angeboten? Ich habe eine Idee, aber ich... Na, Tanz mit Frank und seinen Freunden. Leider falsch. Ja. Scheiße! Es wäre Kinderschminken gewesen. Nein! Nah dran, nah dran. Wie viele Besucher zählte die Maiwoche in den letzten Jahren insgesamt im Schnitt? Wow. Du bist Führender, sag was. 600.000, sag ich. Ich sag 600.001. Es sind... Als richtige Lösung genannt 600.000. Nein. Ja. Was? Tja, das war's. Mit 4:2 hat Patrick the Brain das Maiwochenquiz gewonnen. Damit geht es mit einem Gesamtpunktstand von 3:1 morgen ins letzte Spiel vor dem großen Finale, wo auch Lukas nochmal alles ausbügeln kann. Und ja, im nächsten Spiel lassen wir euch ein bisschen tanzen. Es wird spannend. Bis morgen. Schlag den Lukas wurde präsentiert von Bahama Sports. Sport und Fitness dreimal in Osnabrück. Individuell und exklusiv.